Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Und ja, wir haben zwar die Hexe jetzt als neues Killermitglied hier, aber ich bleibe ausnahmsweise mal bei Michael. Und ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte kurz die Ausstattung, jawohl, das Schmuckkästchen ist drin. Opfergabe, jawohl, so muss das sein. So, wie ihr seht, ist mein Michael schon bei Stufe 31, also Level 31. Und ja, ich habe alle drei, vier Perks freigeschalten. Und ich fange jetzt einfach mal an. Okay, bis da jemand kommt, das dauert sowieso noch ein wenig. So, da gucken wir uns mal die täglichen Rituale an, was ich noch alles machen muss. Also ich muss hier erstens mal 7 Haken sabotieren. 5 habe ich schon. Dann hier mit den Händen töten. Töte einen Überlebenden mit der Hand. Darum haben wir auch den Michael da. Und fange 4 Überlebende mit Bärenfalle. Das werde ich dann auch noch machen. So, die 4 Buben sind da. Dann gucken wir mal, was für ihre Pfeife. Die Tinky. Was? Beatri? Olivia. Moretti Francesco. Und Agena. Okay. Schnutz, Piep, egal, was die haben. Also ich habe jetzt dieses Schmuckkästchen oder was das da ist, reingetan. Das bedeutet so viel wie, wenn ich jetzt stalken tue mit Michael, läuft er genauso schnell, als wie wenn er normal läuft. Ist ein netter Vorteil und bringt unheimlich viel Punkte beim Stalken, weil es einfacher ist. So. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht auf diese neue Karte komme in diesem komischen Sumpfgebiet, weil das ist ja grausam, wenn ich das jetzt mal sage. Obwohl, wenn ich habe den Michael, von daher ist es vielleicht ein bisschen einfacher dann. Aber bei mir ist es meistens so, wenn ich das erste Spiel mache, dass ich dann immer ins Macmillan Anwesen komme. Ich bin mal gespannt, ob sich das so weiter behält. Nein, ich komme auf den Autohof. Auf dem Schrottplatz, natürlich. Wohin denn sonst? Okay, dann fangen wir mal an. Dann werden wir mal das erste Opfer suchen. Dann stelle ich mich jetzt mal hier oben hin. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja... Ah, da ist ja schön. Dann werden wir uns gleich mal schnappen, der. Warum zum Geier bin ich so langsam? Ich habe doch das Schmuckkästchen drin verflucht. Ah, da hinten läuft er. Komm nachher. Nein! Geh her, du Luder! Komm nachher! Ich krieg dich! Ich komme! Oh, du Schlampe! Wo ist schon wieder Glück gehabt, du Sau! Da haben wir noch ein bisschen Diabolik-Punkte geholt. Hm? Egal. Ich habe nur gerade gesehen, dass da irgendein anderes Ding rum. Erwischt. Komm her. Komm her. Komm zu Papa. Oh, ist auf dem Boden. Das tut mir aber leid. ich bin direkt am Keller. Das ist ja schön. Da muss ich ja wenigstens kein Hage suchen. So, ab an die Wand. Flatsch. So, jetzt wollte ich mal kurz was gucken, ob da liegt erst der Ordner im Schrank drin stecken, die dann gleich runterholt. Du bleibst hängen, du dumme Sau. So. Ja, lass er hängen.
könnte ja sein, dass sich da jetzt jemand versteckt. So, die erste Hälfte mal gekillt. Dann suchen wir uns doch mal den nächsten. So, jetzt läuft er schneller. Opfer, 1250 Punkte. Herr Medecke, Punkte, 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 Punkte. Wo ist der nächste? Ich brauche Opfer. Also wie ihr seht, das mit dem Stalking, das, der läuft jetzt schon wesentlich schneller. Das liegt alles an diesem schönen Schmuckkästchen. Den haben wir schon fertig. So, da hinten ist einer. Oh, super, gleich zwei Stück auf einen Schlag. Das ist ja wieder mal super toll. So. Kuckuck! Hier bin ich! Komm zu Daddy! Irgendwo muss es sein. Ich weiß es. Versteckt sich irgendwo die Schlampe. Wo bist du? Ich hab dich gleich. Ja, du Scheißfatze. Schnalle, geh du Luder. Geh du Luder. Komm her zu Daddy! Oh. Ah. Zerfut, Jule! Ich krieg dich doch sowieso! Was rennst du dann fort? Gedacht, du kannst mich verarschen. Juhu! Ich glaube, die liegt auf dem Boden. Na komm, ich komm zu Baba. Hä? Boah, wer die sich olleg! Oh. Staufut! Hallo! Oh, ich hasse es, wenn das immer so lang dauert, ey. Ah, da hinten rennt sie. So, jetzt wird es mal Zeit, dass ich meine Diabolical Luftpumpe. Dass wir die Kalle mit einem Schlag erschlagen können. Also wir haben noch zwei Generatoren, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist fertig. Boah, warum wird denn der so langsam verdammt? So, Mädel! Du wolltest gerade abhauen? Oh. Dieser blöde Futjule! 100 Punkte sind 100 Punkte! Ich muss mir natürlich nur noch wissen, wo die dumme Sau hier gelaufen ist. Fuck, ey. Wo ist die Sau? Die muss ja hier irgendwo sein. Oh, die wird grad, der wird gerade geholfen. Ich muss nur gucken, wo. Da hinten hat jemand was gesehen. Oh, komm, ey! Komm, zerschlag das Ding, du Schlampe, Mensch! Das muss doch schneller gehen! Ich laufe mit Dunlop. Die läuft
mit Sicherheit hier irgendwo rum. Direkt neben mir auf die dumme Sau! Nee, das gibt's doch nicht! Hat sie doch schon eigentlich. Das gibt's doch nicht. Wo ist die dumme Sau? Stalking 6, also da hinten irgendwo. Es ist immer noch ein Generator. Mal weiter mit Stalking und gucke, vielleicht bringt es was. Da hin ist er. Oh! Es tut mir aber leid! Ich glaub, da irgendwo was ist. Ne, da ist nix. Also... Boah, die gehen mir so auf den Sack, ey. Die brennen sich so dermaßen, ey. Oh, bleib doch ruhig, du dumme Sau. Oh. Nein, kurz vorm Ding, die Sau. Die Schlampe. Oh, du Fatze. Blöd nachholen. Nun ja. Es war nicht gerade mein bestes Spiel, aber es waren immerhin 9275 Punkte. Also ich meine, das ist ja auch immerhin was. Nicht wahr? Nee, Upgrade machen wir nicht. Ich denke mal, wir werden jetzt, was noch ein bisschen Zeit, da werden wir noch einmal eine Runde Überlebende machen. Aber ich muss ja auch die Haken manipulieren und das werden wir jetzt... was mache ich dann? Eine Rolle wechseln, da wollte ich doch wieder. Jawohl, dann nehmen wir die Lori, die hat auch schon immerhin Stufe 16 und das ist anscheinend dieser neue Ace Visconti. Aha. Okay, ja, ist in Ordnung. Ausstattung brauche ich und zwar hier die Kiste zum Blühen dann. Die brauchen wir definitiv. Also das bewirkt natürlich das, dass man hier die Kisten sieht, wenn man in direkter, unmittelbarer Nähe ist. Und ja, jetzt warten wir noch auf die anderen zwei. Jawohl, die sind schon da. Löse 91, Michael und zwei Stück Bücher. Na super. Was soll der Geiz? Dann warten wir halt weiter. Also wie gesagt, dieses Objekt mit der Kiste machen wir natürlich, weil wir wissen wollen, wo die Kisten sind und hoffen dann dementsprechend, dass wir eine Werkzeugkiste kriegen, um so einen Haken zu manipulieren. So, und wenn ihr zwei Affe jetzt mal da drauf drücken würdet, dann wird es jetzt mal endlich mal weitergehen. Guckt mir weiter nur auf euch. Das kommt's. Cartoon. Oh, wie auch immer. MLG Wolf. So, einer hat mal drauf gedrückt. Ja, Wahnsinn, hey, ihr überanstrengt euch nicht.
Ich wette mit euch, das ist jetzt hundertprozentig diese blöde Hexe, weil am Anfang, die ist neu. Und die hat echt, die ist echt verdammt gut, die Hexe. Und von daher gehe ich einmal davon aus, dass man jetzt die Hexe als Gegner kriegt. So, und wenn der Herr dritte Mal da seinen Arsch bewegen würde, der Herr des Kampfs nochmal drauf drücken würde, dann wird es vielleicht nochmal endlich mal losgehen. Jetzt die 5 Sekunden brauchst du auch nicht mehr drücken, du Affe. Das geht mir so auf den Sack, dass die Kerle das nie drauf drücken. So. Dampfendes Tauwerk. Natürlich. Erhöht leicht, zum Blackwater-Sumpf zu kommen. Vielleicht haben wir das Glück, kommen da mal hin, dann könnt ihr mal die neue Karte sehen. Also für Überlebende ist das mit Sicherheit wesentlich besser als wie für einen Killer. Euch, wenn ihr euch das jetzt gleich anschauen werdet, wenn wir da hinkommen, also übelste Sonne. Da ist das Gras dermaßen hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass man da entkommt, ist sehr groß. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich tippe mal wieder aufs Macmillan Anwesen oder aufs Maisfeld. Wir lassen uns überraschen. Na komm, du Mistig, natürlich. Krotusband. Die gestörten Abteilung. Apropos gestörten Abteilung. Bald wird es ein neues Spiel geben hier auf meinem Kanal. Ich habe die ersten 5 Videos sind schon aufgenommen. Ach, Moment mal, ich muss jetzt erst wieder die Tasten kommen. Ja, genau. Jetzt passt's. Okay, also. Es wird hier bald ein neues Spiel geben und da wir hier jetzt gerade in so einer gestörten Abteilung sind, kann ich das immer sagen. Weil es wird ein Überlebenshorrorspiel, also ein richtiges geiles Spiel. Und das spielt in einer... Ach komm, erzähl mal nichts! Das spielt in einer Nervenheilanstalt und der Geist ist es, der Geist. Ich habe ihn gesehen, den Geist. Ich jetzt wüsste, ob der Sack noch da ist, ne? Ich bleib mal jetzt noch hier stehen kurz, weil ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt da irgendwo noch steht. Ja, doch. Hey, das ist der Vogel, den ich hab schon gedacht. Und dann kann man ja weitermachen. Oh, das ist doch... Blödsinn drücke, habe ich das dumme Gefühl. Also wie gesagt, es wird bald. Er ist da. Er ist da. Ich habe den Schatten gesehen. Da hinten läuft er. Da hinten läuft er. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild gerade von Beihusches gesehen habt, aber da hinten läuft er. Siehst du? Ja, der ist immer noch da. Also bleibe ich hier mal dezent versteckt. Da ist er gerade wieder vorbeigehuscht im Bild. So. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er ist. Also ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Anscheinend jagt dann ein anderer. Das heißt für mich... gekillt worden. Ich sehe ihn auch schon. Jetzt warten wir mal, wo er hinläuft. So, den werde ich jetzt gleich befreien und ich merke gerade, wir sind ja auch nur zu dritt. Ich hoffe nur, dass das kein Camper ist, der... Oh!
Tiefling, den hab ich ja nicht gesehen. Ah, fuck you, Mann! Natürlich. Der haut jetzt natürlich ab, das ist ja klar, ne? Scheiße, wie sieht denn der aus? Das ist ja ein komplett neuer Anzug, was der da an... Oder? Das hat ja jetzt so komisch ausgesehen. Naja. Ich denke mal, dass der da hin... jetzt tot ist. Ja. Ich hab was gedacht. Er ist ebenfalls tot und ich warte auf meinen Untergang. So, ich werde mich jetzt hier mal vom Acker machen. Vielleicht habe ich dann irgendwie noch eine Chance, von dem seine Arme runterzukommen. Ich versteck mich mal, vielleicht sieht er mich nicht. Nee, siehst mich nicht, siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Also, kusch! Ja, ist in Ordnung. Drück du Luda, Luda, come on! Ja, das geht weiter, ich pack das, ich pack das! Ich weiß das, oh ja, der geht gut nach oben, der geht gut nach oben, der geht gut nach oben! Okay, ich pack's auch mal. Come on! Ich will noch 1500 Punkte mitnehmen! Oh, komm, erzähl mir nix! Auf! Oh, du Schlampe! Ich weiß Gott, warum ich überhaupt drücke. Bringt dir sowieso nichts, ist ja keiner mehr da, wo mich befreien kann hier. Oh, das war wieder mal eine schlechte Runde heute. Ah, ich bin wenigstens der letzte Überlebende gewesen. Das ist doch auch mal was. Und es war nicht die Hex. Ah, dafür kriegen wir jetzt wenigstens noch ein paar Pünktchen. Jetzt geben wir mal Tipps ab, wie viele Punkte man kriegt. Ich sag 582. 582 will ich. Bin auch mal gespannt, wie viel liege ich. So, jetzt ist mein letztes Stündchen geschlagen. 639, ja. Oh, okay. Bisschen verschätzt, aber soll's. Okay, ich bin tot. Tot. Spielergebnis. Tot. Leck mich doch. Ich bin tot. Das war ja nicht gerade der pure Lach hier. 1762. Oh, lieber Himmel, bin ich schlecht. Meine Herren, hey. Bin ich schlecht. Ja, aber die... hier jetzt nicht auf. Das könnt ihr vergessen. Könnt ihr vergessen. Wo werden wir den hier ausrüsten? Wo ist er? Ah, Hexe! Hexe, Hexe, Hexe! Reicht das noch? Oh ja, ja. Hätte ja sein können, dass es vielleicht reicht. Zerbrochene Schildkrötenei, ein blass-oranges Schildkrötenei, das aufgesprungen und leer ist, erhöht deutlich die Verweilzeit zum Auslösen der Phantomfalle, verringert leicht die Entfernung, aus der die Hexe sich zu ihrem Fall teleportieren kann. Okay. Pulverisierte Eierschale, winzige Eierschalenteile, die in blass-goldener Farbe schimmern, erhöht leicht die Verweilzeit zum Auflösen der Phantomfalle. Okay, ja, wie gesagt, ich habe noch keine großartige Kampferfahrung mit der Hexe, aber ihr seht ja selber, ich habe erst Level 3 hier, ne? Aber was soll's. Ja, genau. Ich würde sagen, das war's mal für den Teil mit Dead by Daylight und ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaut das nächste Mal wieder rein.
wenn es wieder heißt Dead by Daylight.